Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag, wenn Mann und Frau sich göttlich lieben. Heute sprechen wir über die wundervollste Sache der Welt, die sexuelle Kraft, die so unterschiedlich erlebt wird. Richtig genutzt, wirkt sich sexuelle Liebe heilend auf alle unsere Lebensbereiche aus. Haben wir einen erfüllten Sex, kann man im Alltag über Unstimmigkeiten leichter hinwegsehen. Eine Kommunikationsform zwischen zwei verschmelzenden Körpern, der Austausch von unbewussten Botschaften und eine Kreation neuer Erfahrungsräume. Leider wird oft nur ein Bruchteil von Möglichkeiten ausgeschöpft, wenn man bedenkt, dass beim Sex das Energiefeld mit dem gesamten Universum kommuniziert. Was für eine geballte Kraft in ihr innewohnt. Ein enormer Informationsaustausch mit dem Partner, das wir in Worten nie erfahren würden. In der Quantenphysik sagt man, alles besteht aus Energie und Bewusstsein und mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Wirklichkeit. Das heißt nun, dass unsere Gedanken bestimmen, was in unseren Betten passiert. Genau wie wir über Sex und Erotik denken, werden wir Sex und Erotik auch erleben. Erfüllender Sex findet nicht nur in unseren Köpfen statt, sondern auch in unseren Herzen und in unseren Körpern. Sex und Liebe werden zu einer Symbiose. Sind wir zu sehr in der Pornoszene unterwegs oder sehen Sex rein nur als körperliche Lust an, beschränkt auf die Geschlechtsteile, dann wird Sexualität nicht in ihrer höchsten Form erlebt. Finden wir jedoch heraus, wie wir über Sex denken, können wir diese gefundenen Prägungen und Glaubenssätze heilen. Mit der Öffnung der Herzen beim sexuellen Akt fließen Gefühle, die den Gefühlspanzer um unser Herz sprengen und alte Wunden aufbrechen. Die Schutzmauern beginnen durch Liebesgefühle zu bröckeln und alle unterdrückten Gefühle bahnen sich den Weg nach außen, wo die Emotionen zusammen mit ihren Tränen entlassen werden können. Ist man bereit, diese Wunden zu heilen, ist das eine wundervoll heilsame Sache. Du heilst nicht nur dich selber, sondern das ganze gesamte Kollektiv. Doch man hat uns das nicht beigebracht und unsere größten Ängste werden aktiviert. Wie gerne würden wir verschmelzen, aus dieser Verletzlichkeit aussteigen. Es erfordert Mut, sich der göttlichen Liebe hinzugeben. Wirkliche Hingabe bedeutet nämlich zu lieben, obwohl man Angst hat. Was immer sich jahrelang im Körper verschanzt hat, kommt in der hellen Gegenwart der Liebe ans Licht. Das ist der Grund, warum so viele Menschen sich beim sexuellen Akt so schwer tun, mit dem Loslassen bzw. sich fallen lassen zu können und dabei unterschiedliche Strategien entwickelt haben, mit den Wunden zu leben. Männer suchen meistens Wege, Sex verfügbar zu machen und vermeiden Gefühle beim Sex, um den Schmerz nicht in die Augen blicken zu müssen. Frauen hingegen sind meist mehr in ihren Gefühlen verbunden und sind dadurch meist von der sexuellen Lust abgeschnitten. Männer haben große Angst, nicht sexuell sein zu können oder zu dürfen. Frauen hingegen haben große Angst, sexuell sein zu müssen. Beide Geschlechter projizieren die verdrängte Seite auf das andere Geschlecht. Frauen haben Panik vor sexuell fordernden Männern. Männer rennen vor emotional verschlingenden Frauen davon. Und genau hier fangen die Manipulationen an, denn beide Geschlechter brauchen sich. Sonst kommt es weder zur Liebe noch zum Sex. Frauen täuschen sexuelle Lust vor, um vielleicht doch etwas Liebe vom Mann zu bekommen. Männer täuschen Liebe vor, um Sex zu bekommen. Beide Geschlechter haben Sex und Herz getrennt, als Schutz vor zu großem emotionalen Schmerz
und Beschuldigungen stehen an der Tagesordnung. Nur mit diesen Strategien ist ein Absterben der Gefühle und auch der Lust vorprogrammiert. Liebe entsteht mit der Bereitschaft, sich selbst und den anderen so sein zu lassen, wie wir sind. Sich selbst ehrlich kennenlernen zu wollen und sich auch authentisch zu zeigen. Heilung braucht daher einen Schutzraum, in dem Ehrlichkeit unterstützt wird und Manipulationen ins Leere laufen. Sich die Erlaubnis zu den eigenen Gefühlen zu geben und unseren Körper zu spüren. Denn unser Körper bringt uns mit unserer Wahrheit in Kontakt, denn er lügt nicht. Unsere Gefühle werden eindeutiger, je intensiver wir sie spüren. Damit Energie ungehindert fließen kann, müssen wir unsere tiefsten Ängste hochkommen lassen und die Emotionen nochmals spüren. Das ist Heilung seelischer Wunden mit einem heilvollen Sex. Wenn Mann und Frau sich göttlich lieben. Sexualität ist die stärkste Transformationskraft, die wir besitzen. Der Startknopf für göttlichen Sex liegt in unseren eigenen Köpfen. Im Grunde unseres Herzens sehnen wir uns alle zutiefst, uns ganz und gar hingeben zu können. Ob Mann oder Frau, wir alle haben die gleichen Bedürfnisse, lieben und geliebt zu werden, akzeptieren und akzeptiert zu werden, Sicherheit, Vertrauen und emotionale Geborgenheit sich gegenseitig schenken. Sexualität, das uns verbindet, anstatt uns zu trennen, das uns energetisiert, anstatt uns Kraft raubt. Der Wunsch der Verbundenheit mit einem Menschen beglückend zu erfahren, erweitert dabei auch unseren Horizont und widerspiegelt sich in unserem täglichen Zusammenleben. Eine wirkliche Verbundenheit zu einem Menschen aufbauen bedeutet Liebe und auch Selbstliebe, sich in allen Facetten anzuerkennen, mit all unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten. Jede Berührung bewegt und jede Bewegung berührt. Beim Sex geht es um die Reise vom Kopf ins Herz. Körperliche Begegnungen, die die Liebe nähren, die Beziehung stärken und tagelang in unsere Körper und Seelen nachwirken. Endlich spürt der Mensch wieder sein wahres Wesen, das beim achtsamen Sex alle gesellschaftlichen Rollen ablegt und sich außerhalb seines Egos zeigt. Den gewöhnlichen Liebesakt in ein heiliges Fest verwandelt. Achtsamkeit und Liebe möchten wachsen und führt den Menschen zur Wahrheit. Aufmerksam machen möchte ich noch, dass wir unsere Sexpartner gut wählen sollten. Ein Liebesakt ist ein hochenergetischer Prozess und unzählige Informationen und Beziehungsmuster werden ausgetauscht und übertragen, vergleichbar mit positiven und negativen Energiepaketen, die in unserem Energiesystem aufgenommen werden. Die Energieanteile des anderen wirken in unserem Feld auf unser Denken, Fühlen und unsere Befindlichkeit. Durch einen häufigen Wechsel an Partner entsteht ein Energiewirrwarr. Diese Energien können über Tage, Wochen und sogar Monate spürbar sein und manchmal wirkt ein Sexpartner über Jahre hinweg noch ein. Energien, die sich in unserer Aura festgesetzt haben, wo die Gedanken immer noch um diesen Menschen kreisen. Sehr wichtig ist daher eine energetische Reinigung der negativen Energiepakete in unserem Energiesystem, damit das eigene Körpersystem wieder klar und frei ist für neue und nährende Verbindungen. Die gewaltige Kraft der Sexualenergie ist die Grundlage allen Lebens, die in jedem Lebewesen innewohnt. Sie ist das Geschenk der intensivsten Glücksgefühle, die ein Mensch nur haben kann. Eine sinnliche Erfahrung durch unsere Körper, um die Einheit zu erfahren, pure Magie und Glückseligkeit in unserer Seele, eine große kosmische und sinnliche Freude, die wir einander geben können, eine tiefe Kommunikation, Vereinigung
und ein Wiedererkennen auf einer höheren Ebene. Mit diesen beflügelnden Worten schließe ich nun ab und wünsche alles, alles Liebe und heilvoll erfüllenden Sex. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.